Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein weiteres Interview aus der Reihe Face-to-Face-Fundraising in Zeiten der Corona-Krise oder nach der Corona-Krise. Ich freue mich sehr über meinen nächsten Gesprächsgast, Peter Steinmeier vom Fundraising-Verband Austria, dem österreichischen Fundraising-Verband. Und ja, erstmal hallo, lieber Peter. Hallo Jan. Peter, du sitzt gerade im Homeoffice, hast du mir gerade schon erzählt. Wo ist denn dein Homeoffice? Bist du in Wien oder? Bin im wunderbaren Weinviertel, das ist circa eine Autostunde außerhalb von Wien in unserem Wochenendhaus. Okay, und da versucht ihr euch gerade auch mit Familie zu arrangieren, wer wann wie arbeiten kann, Genau. wahrscheinlich, gell? Ja. Genau. Sehr gut. Peter, du bist beim Fundraising-Verband in Österreich unter anderem zuständig für die Qualitätsinitiative Fördererwerbung. Was ist das genau? Kannst du das einmal kurz erzählen? Ja, die Qualitätsinitiative ist ein Zusammenschluss von Agenturen und NGOs, die Face-to-Face-Werbung betreiben. Und das gemeinsame Ziel ist, Qualitätsstandards zu setzen und einzuhalten und das ganze Tool weiterzuentwickeln. Das Ganze gibt es seit 2010. Ja. Das heißt, ihr feiert dieses Jahr euer Zehnjähriges und im Jubiläumsjahr dann die Corona-Krise. Damit bist du aber wirklich auch einer derjenigen, die sehr nah dran ist an dem Face-to-Face-Fundraising. Du bekommst wahrscheinlich ja, sehr viel mit von Organisationsseite, aber auch von Agenturseite. Gib uns mal so deinen Eindruck. Wie ist so gerade die Stimmung bezüglich des Face-to-Face-Fundraisings auf Seiten der Organisationen, aber auch auf Seiten der Agenturen? Ist die eher positiv, eher negativ? Ist es eine Abwarthaltung? Wie ist da so die Stimmung? Naja, das muss man sich anschauen, ob Österreich oder international. Wir organisieren im Verband auch den First International Face-to-Face Fundraising Kongress im November, wo wir international im Austausch sind. International Asien öffnen wieder die ersten Märkte. Deswegen sind auch schon wieder geschlossen. Also es gibt dann auch wieder ein Zurück, leider. In Österreich sind wir pausiert, das Face-to-Face Fundraising gerade. Wir bereiten aber gerade den Wiederstart vor und unter welchen Rahmenbedingungen der stattfinden kann, weil unser Ziel ist, dass man, dass der österreichische Markt konzertiert wieder beginnt und das unter speziellen Rahmenbedingungen, unter speziellen Qualitätsstandards. Die bereiten wir gerade vor. Okay, ihr koordiniert das auch, habe ich gerade in einem anderen Interview mit dem Michael Fettner auch erfahren von Wortstark, wo ich ja, sehr überrascht, begeistert, erfreut war, dass das ihr als Fundraising-Verband eben so koordiniert letztendlich und sich dann nicht die einzelnen Agenturen, Organisationen dann irgendwie um ihre Sicherheitsstandards und sowas kümmern müssen, sondern das wird wirklich von euch für alle, sage ich mal, erledigt, so, ne, oder? Genau, also Face-to-Face ist einfach ein sehr sensibles Fundraising-Tool, weil es steht einfach in der Öffentlichkeit. Und wir haben in Österreich, aber auch in anderen Märkten ja schon öfters Zusammenbrüche erlebt. Das war deswegen, weil es eine Überwerbung gegeben hat oder schlechte Werbung gegeben hat. Und durch die Qualitätsinitiative und durch den Fundraising-Verband schauen wir eben, dass wir gute Werbung machen, mit der die Bevölkerung, die Politik zufrieden ist. Und das ist uns eigentlich auch gelungen in den letzten 10 Jahren. Also wir haben kaum Beschwerden, kaum Medien, schlechte Medienberichte. Und es hat auch damit zu tun, dass wir einfach die involvierten Akteure, sprich die NGOs und die Agenturen, an einen Tisch zusammenholen und über die Themen reden. Also jetzt momentan haben wir einen wöchentlichen Austausch, wo es einfach darum geht, was ist in der Woche passiert, machen wir weiter. Jetzt auch mit Deutschland zusammen. Okay. Und kannst du da noch mal so ein bisschen, wenn ich noch mal auf die Frage zurückkommen darf, also so wie ist die Stimmung? Ist es eher irgendwie, ah ja, jetzt stehen wir das noch durch bis wann auch immer und dann geht es wieder volle Pulle los? Oder ist es eher so eine gedämpfte Stimmung? Oh je, ob das überhaupt noch mal irgendwie was wird? Ich glaube, Face-to-Face-Fahrer ist es selten gedämpft. Also die sind schon die Grundoptimisten. Natürlich, es sind harte Zeiten, aber für uns alle. Aber wir müssen einfach schauen, dass es bald wieder losgeht. Und momentan ist eindeutig Aufbruchsstimmung.
quasi Planung, wie wir das gut rüberkriegen, weil es ist natürlich das Ziel, Face-to-Face-Werbung zu betreiben, für die Organisationen, für die Spendeneingänge und natürlich für die Agenturen. Das ist ihr Grundgeschäft. Es gibt eigentlich keine Face-to-Face-Agentur oder eigentlich ganz wenige, ein paar gibt es schon, die andere Geschäftsfelder haben. Mhm. Ich bin gänzlich von Face-to-Face-Werbung abhängig, und wenn das Geschäftsfeld natürlich wegbricht, dann wird es haarig. Ja, und ich meine nicht nur auf der Agenturseite, sondern natürlich auch auf der Organisationsseite. Es gibt ja Organisationen, die sehr, sehr viele Einnahmen einfach darüber generieren, also über das Tool Face-to-Face-Fundraising. Ne? Also das heißt eher eine positive, optimistische Aufbruchsstimmung. Dann lass uns doch gleich mal in die Zukunft schauen. Und wie seht ihr das, oder was plant ihr da jetzt genau? Also wie kann oder wie wird Face-to-Face-Fundraising, wenn es nach euch geht, dann wieder anlaufen? Naja, wie soll ich sagen, das Ganze soll konzertiert stattfinden und es soll keine Überwerbung stattfinden. Mhm. Und ja, natürlich, könnte man jetzt sagen, na gut, jetzt haben wir einen Monat, zwei Monate passiert, na dann gehen wir jetzt mit 200% raus. Da genau. Als Markt gibt es her, wahrscheinlich. Mhm. Also, mhm. Große Face-to-Face-Thema in den letzten Monaten, Jahren war ja das Recruiting-Thema, dass man genügend Mitarbeiter findet. Mhm. Das war eigentlich der Punkt. Größte Herausforderung. Ne? Ja. Genau, die größte Herausforderung. Das wird sich jetzt ändern. Also Mitarbeitermarkt gibt einfach mehr her. Mhm. Deswegen werden wir schauen, dass keine Überwerbung stattfindet. Dazu koordinieren wir uns in Wien, das ist der größte Markt in Österreich. Gibt es eine eigene Standplatzkoordination nach Bezirken. Also pro Woche kann in jedem Bezirk eine Organisation, ein Dienstleister den Bezirk buchen, aber keiner. Und dadurch haben wir es eigentlich in Wien geschafft, dass die Beschwerde und auch dass wir mit den Behörden in guten Kontakt sind. Okay. Und diese Dinge werden einfach jetzt wichtiger. Es gibt auch viele Länder eigene Standplatzregeln, wenn zwei Teams, zwei Organisationen, zwei Dienstleister aufeinandertreffen, was da geschieht. Mhm. Und diese Dinge, die vielleicht früher, sie waren immer wichtig, aber sie werden jetzt einfach noch wichtiger. Mhm. Aber das heißt, also wie soll ich eine Unterschrift leisten, wenn ich 2 Meter Abstand halten muss? Naja, da ist die Technik gefordert, weil Face-to-Face-Werbung läuft ja eigentlich, sage ich mal, zu 80-90% nur mehr über Tablet ab. Mhm. Da sind wir gerade am Klären, wie quasi ein gültiges Lastschriftmandat ohne die physische Unterschrift geschehen kann, beziehungsweise gibt es auch international Tools, dass du einen QR-Code einscannst und dann auf deinem eigenen Handy, auf deinem eigenen Device den ganzen Spendenformularprozess durchwanderst. Mhm. Das wird gerade entwickelt, aber das ist noch zu früh, um konkrete Ergebnisse zu präsentieren. Mhm. Aber die allgemeinen Abstandsregeln, die allgemeinen Hygieneregeln, das ist klar. Wir haben im Verband bzw. in Qualitätsinitiative eigene Face Shields besorgen für die Dialoge auf der Straße. Also diese Klappmasken dann irgendwie. Ne? Genau, das Plexiglas. Ja, genau. Mhm. Und wie ist es denn, weil das Plexiglas ist ja dann das eine. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch Mund-Nasenschutz zwingend ist bei euch, oder wie es dann im Mai sein wird, wissen wir alle nicht. Aber gehen wir mal davon aus, die Dialoger müssen mit Mundschutz und Plexiglas und vielleicht dann nochmal eine Plexiglasscheibe, weil ne, auf der einen Seite steht der Förderer, der Potenzielle, auf der anderen Seite der Dialoger. Gerade in 1:1 Gesprächen zählt doch aber genau die Mimik auch, das Angucken und so. Wird es weiterhin so erfolgreich sein mit diesen ganzen Schutzmaßnahmen? In Asien, wenn man sich die Berichte aus Asien anschaut, ist es natürlich nicht auf dem Niveau, wo es vorher war, aber es ist so, dass es gar nicht mehr funktionieren würde. Mhm.
Also es ist okay, die Ergebnisse sind okay, sie sind nicht überragend, aber okay, das muss man als Botschaft mitnehmen. Und es ist einfach so, wie soll ich sagen, wir waren jetzt out of, die meisten von uns waren jetzt 4, 6 Wochen, war wie auch immer, zu Hause, alleine oder mit der Familie. Und es gibt ja ein gewisses Grundbedürfnis, Nach Austausch, ja. Und das berichten uns die Kollegen auch, dass es finden Gespräche statt und die Leute sind teilweise froh, dass sie reden können. Lass uns noch mal die Organisationen selber anschauen. Die meisten Organisationen haben ja keine Inhouse-Programme, wie du jetzt gerade angesprochen hast, wie Greenpeace beispielsweise oder so. Aber also die meisten haben keine Inhouse-Programme. Hast du da mitbekommen, dass Organisationen eher einen Rückzieher jetzt gemacht haben und sagen, um Gottes Willen, ich kündige alles, was ich geplant hatte für dieses Jahr? Oder sind die Organisationen eher so eingestellt, dass sie sagen, nee, wir halten jetzt zu unseren Agenturen, sage ich mal, und wollen auch in Zukunft Face-to-Face-Fundraising machen und dafür brauchen wir die Agenturen. Wie ist das? Also das hätte ich jetzt nicht beobachtet, aber es ist halt natürlich so, wie wir alle in unseren Vereinen und Unternehmen, wir sind in Kontakt mit unseren Lieferanten und quasi unterhalten uns, wie es weitergeht. Und, aber ich denke, Face-to-Face-Fundraising ist weltweit, nicht nur in Österreich, Deutschland, Schweiz, der wichtigste Kanal zur Neuspendergewinnung. Und das wird sich nicht ändern. Also so gut oder so gut sich die Online-Zahlen, Online-Spendenzahlen entwickeln, Face-to-Face bleibt der wichtigste Kanal. Und solange es keine Alternative gibt, müssen wir alles daran setzen, dass dieses Tool in den nächsten Wochen, Monaten, je nach Land, sich wieder etabliert. Dann hat das Spendenwesen ein massives Problem. Ja. Das war eigentlich schon ein sehr schöner Schlusssatz. Wir müssen alles dafür geben. Ja, denn Face-to-Face-Fundraising ist, wie du gesagt hast, das wichtigste oder eines der wichtigsten Instrumente, um neue Spender zu gewinnen. Ja, ich bin gespannt, wie sich alles entwickelt wird. Wahrscheinlich wie du auch, wie wir alle. Und ja, dann würde ich jetzt an dieser Stelle schon sagen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, Peter. Und Genau. Ein kleiner weiter, Hinweis. ja, gerne. Ende Mai, Anfang Juni, wir sind gerade in der Planung eines Online-Face-to-Face-Mini-Fundraising-Kongresses, wo genau diese Fragen behandelt werden. Sehr gut. Wann nochmal? Habt ihr schon ein konkretes Datum oder? Es wird wahrscheinlich Ende Mai, in der letzten Maiwoche, am 28. Mai, aber das ist noch nicht ganz fix. Okay, aber da gibt es dann Infos, die man findet auf fundraising.at sicherlich, eurer Webseite und Bindestrich-fundraising.com. okay, sehr gut. Aber noch eine Frage, die der Face-to-Face-Fundraising-Kongress, den ihr ja dieses Jahr veranstalten wollt im November, der erste internationale Face-to-Face-Fundraising-Kongress, wird stattfinden? Natürlich. Natürlich, sehr gut. Das ist nochmal der Grundoptimismus. Wir bleiben dran, Genau. werden das uns anschauen und sind gespannt. Vielen Dank, lieber Peter, und bis bald mal wieder, dann hoffentlich auch offline und richtig von Angesicht zu Angesicht. Genau. Super, mach's gut, vielen Dank, tschüss. Tschüss.